Ja, servus Leute und willkommen zum nächsten Farmvlog. Ja, heute steht mal wieder an, Futter auszusortieren. Das habe ich gestern mitgebracht auf dem Nachhauseweg. Und ja, das war nicht ganz so viel, sind bloß 5 Kisten. Geht relativ zügig und das meiste ist auch ohne Plastikmüll heute mal. Auch ganz schön. Ja, das sortieren wir schnell aus. Und dann schauen wir mal, was heute noch so ein wenig anliegt. Einen Schwung Grünfutter für die Hühner. Tomaten auch für die Hühner und für die Schweine runter. Gut. Tja, manchen Tag hat man einfach kein Glück, da ist dann ein Haufen Zeug dabei, was nicht so toll ist. Kommen wir noch nie. Und das schaut auch gut aus. Und du? Oh. Na, Spargel ist wieder so eine Spezialität wegen meiner Pfähe nicht. Die Schweinchen dafür umso lieber. Na gut. Wird damit gekocht, da freuen sie sich. Einmal Besen. Ja, für alle, die es nicht wissen, wir haben mal ein bisschen Schnee draußen. Ich
nennt es Gegriesel. Mehr ist das nicht. So. Gut, der Rest ist Biomüll. Immerhin, Biomüll hat es mal nicht so viel gegeben. Ist ja auch ganz schön. Dieses war der zweite Streich und der letzte folgt zugleich. Das tragen wir später mit den letzten Repeater, kommen wir auf Mist. Das da, das ist jetzt für die Schweine. Jetzt werden sie gleich laut rufen. Schweinchen! Schweinchen! Magst du da hausen? So haben die alle zusammen Chance und kommen auch einmal ans Futter ran. Haben sie was zu tun. Doch, ist nichts Scheiß dabei. Oh, Gemeinheit, gell? Gemeinheit. Oh, noch nichts Gescheites dabei. Ja, da ist auch nichts drin. Ja, dann schlägst halt die Innerhaming aus, ne? Ein großer. Sind das bloß ein paar Rucola-Blätter? Um Gottes Willen, wie kommen denn so ein Zeichen hier da? Hm? Schmutti. Du musst die Radiesler fressen, die sind auch gut. So. Schön aufputzen. Sonst gibt's keinen Nachschlag. Das war's. Futter ist aussortiert. Das Futter für die Schweine kocht gerade. Da steht dann noch irgendwas für Schweine und Hühner für morgen.
Dann haben wir das. Oha, was ist denn da passiert? Der Kipper hat Schräglage. Oh, das ist aber nicht gut. Ja, wie kommt denn das? Ja, ganz einfach. Mein Vater, der war im Wald, das ist jetzt schon wieder 2,5, 3 Wochen her, hat Holz mit einem Bekannten gemacht, der war allein unterwegs, ich war auf der Arbeit, ich konnte nicht mit. Und ja, der hat die Ladung Holz, die da liegt und die hinter der Halle dann weitergeht, was man da alles so sieht, die hat er heimgebracht und hat den Kipper mit Bulldog da oben abgestellt an der Kante. Hat aber nicht gesehen, dass der Kipperreifen auf der Kante von der vor diese Pflastersteine steht, quasi in die Rinne so halb rein. Ja, und das Gewicht war relativ hoch und wahrscheinlich da dabei hat es den Reifen dann zerstört. Da ist jedenfalls die Karkasse gebrochen und der Schlauch innen her kaputt. Ja, und deswegen liegt er jetzt hier ein bisschen Schöps und liegt unten auf, falls man denn hier drin überhaupt was auf der Kamera erkennt. Tja, da ist ein bisschen platt, ne? Was machen wir da nun? Tja, die Lösung ist ganz einfach. Wir haben jetzt, die Reifen sind ja eh die ersten, die auf den Kipper drauf gekommen sind. Die sind ja auch schon Ewigkeit drauf. Wir haben jetzt neue Reifen bestellt und neue Schläuche bestellt. Und die müssen halt bei Gelegenheit immer drauf. Bloß, dass ihr auch wisst, um was es eigentlich geht. Nicht, dass ihr euch dann irgendwann mal wundert, wieso hat denn der neue Reifen. Muss mal gucken, ob er sie in die Halle hat. Aus dem Handschuh raus. Hi Gandhi. Mal sehen, wo ist er denn? Da ist er. Zack. Immer rein in die gute Stube. Oh, hier innen ist aber angenehm. Da liegen sie schon mal nicht. Irgendwo hat er sie hin. Irgendwo. Irgendwie. Aha, ich sehe. Ach, ich bin im Livestream gefragt worden, wo eine IHC eigentlich steht. Bitte schön, da ist er doch. Falls noch einer sucht, der steht hier drüben. Ja, da haben wir die neuen Reifen. Die kommen auf dem Kipper dann drauf. Wir haben gesucht, egal welchen Hersteller du guckst, mit dem Geschwindigkeitsindex, wir haben für 40 km/h gerechnet, der Hänger fährt zwar nur 25, aber mit der Traglast und die Geschwindigkeiten wollten wir wieder sowas, was drauf war. Ja, und dann haben wir geguckt, kamen leider bloß die da in Frage. Das sind diese Reifen, die sind über Granit. MAW 203, keine Ahnung, sagt mir nichts. Das Profil ist halt, ich sage mal, eher wie auf meinem Ladewagen oder ähnlich wie auf dem Miststreuer. Eher grobstollig und nicht dieses glatte Profil. Aber das ist halt das Einzige, was passen würde. Ja, die liegen jetzt aktuell hier unten. Die müssen bei Gelegenheit drauf. Problem ist halt jetzt im Moment nur, die sind knüppelhart. Da bewegst du im Moment gar nichts. Durch die Temperaturen außen, durch das, dass wir Minusgrade haben, sind die Dinger sowas von steif, die kriegst du nicht bewegt. Drüben die anderen müssten ja dann auch runter, die sind auch eiskalt, also müsstest die Reifen erst nochmal demontieren im Kompletten und oben ins Waschhaus legen, dass die warm werden. Und dann könnten wir sie abziehen und die neuen drauf machen. Wer eventuell immer noch was gemacht gehört. Muss ich mal gucken, vielleicht komme ich dazu, weiß ich aber noch nicht. Weil im Moment bei den Temperaturen, gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich auch keine große Lust. Ich könnte jetzt natürlich hier unten den Ölofen einschüren, könnte da einheizen, reinfeuern, aber bloß zum Reifen demontieren und montieren, da unten einheizen, der läuft ja trotzdem 3-4 Stunden, da geht der Haufen Öl dann durch, ist auch irgendwie blöd. Muss ja mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht macht es auch der klar Bruder, weil der wollte es eigentlich machen. Vor allem müssen wir erst mal schauen, ob die überhaupt auf die Reifenmontiermaschinen drauf passen. Die Reifen sind relativ groß und nur eine Montiermaschine ist eigentlich für Pkw-Reifen gedacht. Die waren nie für große Schlepperreifen gedacht oder für Anhängerreifen. Ich meine, ich habe die von Kramer vorne gemacht. Aber ob das Ding da auch diese fetten Reifen schafft. Müsste man probieren. Könnte knapp werden. Könnte sehr, sehr knapp werden.
Ja, müssen wir halt auch mal schauen. Auf alle Fälle sind es die neuen, die sind jetzt da. Und die kommen dann auf den Kipper drauf. Wir hatten drüben, wer es gesehen hat, noch eine zweite Achse liegen. Es war eigentlich immer geplant, eine zweite stärkere Achse unter den Hänger drunter zu setzen. Oder was heißt eine zweite, sondern die alte raus und die Achse drunter zu setzen. Das haben wir jetzt alles einmal vermessen, funktioniert aber leider nicht. Diese Achse ist ein bisschen zu breit und wenn du die drunter machst mit den Rädern, dann kannst du seitlich nichts mehr abkippen. Ist ja drei Seitenkipper. Ja, deswegen ist dieser Plan quasi jetzt wieder so in der Schublade verschwunden. Das wird wohl nichts werden. Muss man halt bei Gelegenheit mal gucken, dass jetzt die neuen Reifen dann draufkommen und dann muss es mit denen gehen. Ich meine, die Achse, die drunter ist, die ist ja auch in Ordnung, der fehlt ja nichts. Die Idee war halt bloß einfach eine Traglast stärkere Achse drunter zu setzen und du könntest da wenn größere Reifen mal was drauf machen. Aber das hat sich im Endeffekt zerschlagen, das funktioniert nicht. Ja, so viel dazu. Mal gucken, wenn ich dazu komme, kann ich es euch zeigen und wenn nicht, dann seht ihr spätestens, wenn es fertig ist. So, recht kurz entschlossen habe ich mir jetzt überlegt, ach komm, scheiß drauf, mach mir die Kipperreifen. Ich habe mir die Schläuche oben mitgeholt, die waren oben im Haus noch gelegen. Und ja, da läuft gerade der Kompressor, der bläst jetzt voll auf, dass ich Druck habe. Die Reifen schnappe ich mir, die schmeiße ich jetzt dann nochmal auf. Der Wallen in die, ins Waschhaus zum Schürofen, dann waren sie ein bisschen warm und ein wenig weicher. Und ja, dann muss ich erst nochmal drüben aufpumpen. Und jetzt habe ich schon überlegt, entweder ich trage mir das ganze Werkzeug rüber oder ich fahre mit dem Kramer den Hänger schnell daher und mache es direkt hier vor der Halle. Das ist vielleicht die einfachste Lösung. Und muss ich mal gucken, wie ich es mache. Werdet ihr jetzt gleich sehen. So, ich habe jetzt in erster Instanz erst einmal meinen Schlauch rübergeschmissen und die Luft quasi hierher gebracht. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir den Reifen aufgepumpt kriegen. Das Ventil ist nämlich ziemlich reingerutscht. Sonst haben wir gleich ein kleines Problemchen. Aber wir werden sehen. Ha, sehr lustig. Ach Gott. Zack. Ja, um ehrlich zu sein, ein wenig ungutes Gefühl habe ich natürlich schon. Auf der einen Seite, da droht nämlich der Schlauch aus dem Reifen rauszuspringen. Wenn es mich trifft, will ich das schlagen. Aber ein bisschen Luft muss drauf. Da komme ich nicht drum rum. So, machen wir erst einmal so, mehr tun wir nicht drauf, das müsste genügen. Das Wichtigste ist erst einmal, dass er ein bisschen hochkommt, dass man überhaupt da mal drunter kommt. Und ja, außerdem saß er da hinten auf meiner Presse ein bisschen auf der Pickup. Zwar nicht schlimm, die gibt ja nach, aber ist natürlich auch nicht schön. So sollte es natürlich nicht sein. Gut, jetzt haben wir mal den ersten Schritt. Jetzt brauchen wir, denke ich mal, den Schlepper. Dann hängen wir das Ding an und dann holen wir den erst einmal rüber vor die Halle. Ich denke, das ist trotzdem schöner wie hier drin. Weil da müsste jetzt erst den großen schweren Wagenheber hier rüber zahlen. Und da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust dazu. Da ziehe ich den Ganzen raus und mache es hier drüben.
schauen, wer hat das, was sich tut. Das gute Stück steht da außen mit platten Reifen. Na, es geht gerade im Moment, aber wie gesagt, der muss runter, der ist kaputt, das sind die alten. Naja, ist halt so. Ich glaube, auf der Innenseite war es, müssen wir später mal gucken, weil Bruder hat es gefunden. So,
Grundsätzlich wäre ja bloß der kaputt, aber das Profil gibt es nicht mehr. Ja, und wenn du den eintauscht, dann sagen wir, machen wir alle zwei, dann weißt du, dass du wieder neue hast, die gehen wieder und gut ist die Sache. Gut, Wagenheber. So, jetzt habe ich erst einmal den, hat ja eine Seite hochgebockt, steht jetzt auf einem Böckle drauf. Den Wagenheber lasse ich selbstverständlich nicht einfach drunter aufkoben. Ich habe den jetzt auf das Böckle gestellt, da steht er sicher. Passiert nichts, wie man sieht, das Rad dreht frei. Und da sieht man schon den Draht seitlich rausgucken. Wie gesagt, das ist halt kaputt. So kannst du auf der Straße nicht mehr durch die Gegend fahren. Das wäre eher unpraktisch und ungünstig. Jetzt schmeißen wir mal das Rad runter und dann schauen wir weiter. Die flutschen. Da sieht man, die waren schon mal offen. Und wer sich jetzt fragt, warum mache ich das eigentlich draußen und nicht in der Scheune? Ich sag's halt, wie es ist. Hier draußen hat man einfach ein besseres Platzangebot. In der Scheune ist es halt eher ungünstig. Kommt man schlechter hin. Wie ich finde. Na geh her. Oha. Da ist die Sau. Ja, da ist eindeutig innen von dem Drahtgewebe was nach draußen gekommen. Das erklärt auch, warum der Schlauch dann kaputt ist. Da wird es wahrscheinlich innen einiges zerrissen haben dabei. Und falls man es auf der Kamera erkennt, der ganze Reifen ist natürlich schon mittlerweile recht spröde. Der hat halt auch sein Alter. Ja, und deswegen kommen die jetzt runter. So, es ist vollbracht, der erste Reifen ist getauscht. Ich habe es jetzt leider nicht gefilmt. Das war eine elende Plackerei. Ich war eine halbe Stunde drüber, bis ich den Schlauch gerade drin hatte. Die Dinger sind knüppelhart, das meint man gar nicht. Aber der erste Reifen ist wie gesagt drauf und ist montiert. Und so schaut die Seite jetzt aus. Ja, die andere Seite wollte ich eigentlich auch noch machen, aber jetzt ist vor der Zeit schon wieder so spät. Jetzt gibt es dann gleich Abendessen. Jetzt werde ich den Hänger erst einmal aufräumen und den kann man dann im Stottel drüben auch noch machen. Wichtig war mir jetzt vor allem die Seite. Wie gesagt, das ist jetzt die Optik, so schaut das Ganze aus. Der neue Reifen drauf. Halt im Gegensatz zu den alten, ein schönes Stollenprofil. Vom Platz her genau dieselbe Größe und alles, das passt. Da kannst du auch seitlich kippen. Geht wunderbar. Ja, die Radschrauben alle gescheit angezogen. Hast du gesehen, der eine Bolzen ist verknattelt. Keine Ahnung, wer da was verdingelt hat. Weiß der Teufel, ich war es nicht. Auf alle Fälle, der ist drauf. Und da haben wir nochmal das Profil von hinten. Das ist die Seite und im Vergleich dazu, das ist die andere Seite. Also ich meine, vom optischen her wirkt natürlich der da der breiter. Aber normal ist dasselbe. Gut, ich räume das jetzt noch schnell auf, mache hier unten zu und dann ist für heute erst einmal Feierabend. Das schaffe ich heute dann definitiv nicht mehr, es wird mir zu knapp, die Dinge runterzuziehen. Eine Seite ist gemacht, die andere Seite kommt dann auch noch. Ganz rausziehen.
So, der Kram ist aufgeräumt. Der steht wieder hier. Der IHC noch drüben auf der anderen Seite. Wie gesagt, ich hätte ja eigentlich gerne alle zwei Reifen gemacht, aber das wird einfach zu spät. Das schaffe ich heute definitiv nicht mehr. Da ist die Zeit zu knapp. Wie gesagt, jetzt gibt es dann Abendessen. Und nach dem Abendessen habe ich dann ehrlich gesagt auch keine Lust mehr rauszugehen. Da, wenn man dann nochmal im warmen Mittag fällt es einem dann auch ganz gut, da bleibt man dann auch gerne. Lange genug heute draußen gewesen. Viecher sind alle fertig. Ein Reifen, oder besser gesagt, der Reifen, der kaputt war, ist getauscht. Der andere Reifen, der kommt dann immer noch. Den kann ich dann morgen machen, eventuell nach der Arbeit. Müssen wir mal sehen. Und dann hat sich das Thema auch erledigt. Und dann sehen wir weiter. Tja, wie gesagt, ich versuche dann morgen eventuell nach der Arbeit einmal zu filmen, wie das dann richtig funktioniert. Ich lasse jetzt den anderen Reifen heute nach dem Waschhaus oben stehen. Da kann er schön aufgewärmt werden. Dann müsste sich morgen dann gleich der ziehen und dehnen lassen. Zumindest ist so der Plan. Und dann sehen wir weiter. Ja gut, auf alle Fälle so viel erst einmal dazu. Jetzt schauen wir halt einmal. Morgen habe ich noch was anderes auch vor. Das ist aber nicht zum Filmen. Das ist eher was Privates. Bin ich einmal mit jemandem unterwegs. Wir schauen einen Schlepper an. Da soll ich einmal meine Meinung dazu sagen. Ja, und dann, wenn es da unten weitergeht am Hänger, dann versuche ich ja mal zu filmen, wie das mit der Montiermaschine funktioniert. Das erste Mal war halt jetzt ein Versuch. Das zweite Mal wird hoffentlich dann ein bisschen besser. Muss ich mal gucken, ob das dann so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Kann ich noch nicht versprechen. Aber das werden wir sehen. Ich sage jetzt auf alle Fälle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich noch dazu, ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Ja, wir sehen uns dann am Dienstag 16.30 Uhr normalerweise wieder. Bis dahin könnte ich unter Umständen dann auch schon mal eine Kleinigkeit gemacht haben. Im Discord haben es schon einige mitbekommen. Und ja, um was es da genau geht, dazu mehr, wenn es spruchreif wird. Na gut, in diesem Sinne, ein schönes Wochenende und Servus bis zum nächsten Mal, Leute.